Zur Installation der Magnus Magnetspannplatte wird sie mit einem Hebemagnet zur Maschine transportiert. Achten Sie darauf, die Platte vor der Installation mit einem Tuch zu reinigen, mit einem Abziehstein abzuziehen und anschließend mit Antikorrosionsspray einzusprühen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für zusätzliche Sicherheit auch auf dem Maschinentisch. Nachdem Tisch und Platte gesäubert wurden, wird die Magnetplatte auf dem Tisch positioniert und mit Hilfe eines tiefen Messschiebers auf dem Maschinentisch ausgerichtet. Die Magnetplatte kann nun mit Nutzstein auf dem Maschinentisch fixiert werden. Alternativ können zur Befestigung auch Spannplatten verwendet werden. Für eine optimale Anpassung der Magnetspannauflagefläche können die Polverlängerungen variabel auf die Quadratpole aufgesetzt und fixiert werden. Die flexiblen Polverlängerungen passen sich selbst an unebene Oberflächen an und versteifen sich erst bei Aktivierung der Platte durch den Magnetfluss. Bei der Positionierung des Werkstücks sollten Sie darauf achten, mindestens einen Nord- und einen Südpol teilweise zu bedecken. Denken Sie außerdem daran, dass sich die magnetische Spannkraft mit der Zahl der abgedeckten Pole erhöht. Die Steuereinheit der Platte besitzt eine magnetische Unterseite, um sie direkt an der Außenseite der Maschine zu befestigen. Schließen Sie nun die Handfernbedienung an, um die Platte anzusteuern. Nachdem der Schnellverschluss der Magnetspannplatte entfernt wurde, kann die Steckkupplung der Steuereinheit verschraubt werden. Aktivieren Sie den Magnetfluss durch gleichzeitiges Drücken der blauen und grünen Taste und beobachten Sie dabei, wie sich die Polverlängerungen an das Werkstück anpassen. Die optionale Statusanzeige springt auf grün, sobald die Magnetisierung abgeschlossen ist. Nachdem Sie den Stecker wieder entfernt haben, können Sie die Magnetspannplatte zur Bearbeitung Ihres Werkstücks verwenden. Nachdem die Bearbeitung abgeschlossen ist, verbinden Sie die Platte erneut mit der Steuereinheit und entmagnetisieren Sie diese durch Bestätigung des roten und blauen Knopfes auf Ihrer Fernbedienung. Sobald die Entmagnetisierung abgeschlossen ist, können Sie beobachten, wie die Polverlängerungen sich wieder vom Werkstück trennen. Sobald die Statusanzeige wieder auf Rot steht, können Sie Ihr Werkstück entnehmen.